Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Dattelzeit hier mit Divinity Original Sin 2. Und irgendwie habe ich so eine Eingebung gehabt, die mich noch nicht in die Arena gehen lässt, entgegen der Erwartungen des Endes der letzten Folge. Aber dazu gleich. Erstmal können wir ja mal kurz gucken. Wir haben hier noch ein paar Sachen ausstehend. Hier zum Beispiel Intelligenz können wir hier theoretisch erhöhen. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Verstand. Wäre sie auch nicht so schlecht, aber komm, machen wir sie weiter zur Intelligenzkanone hier. Und hier auch so zack, einmal bam, draufgepackt. Und irgendwas haben wir bei ihr noch ausstehend. Ach so, das. Gibt es hier irgendwas, was die Heilfähigkeiten erhöht? Lebende Rüstung. Fügt deine magischen Rüstung 35% jeglicher Heilung hinzu, die du durch Fähigkeiten oder Verbrauchsgüter erhältst. Auch nicht schlecht, theoretisch. Wunderkind. Gewährt dir sofort einen Kampffertigkeitspunkt und einen Zivilfähigkeitspunkt extra. Wüstes Zaubermittel. Parademeister. Weithändiger Kampf, nicht wirklich. Größer und besser. Könnte man machen, tue ich aber nicht. 3 extra Punkte beim... Oh, das hat auch was. Frühaufsteher, du wirst mit voller Kraft wiederbelebt. Für sie eigentlich gar nicht mal so schlecht. Blutsauger heilt dich, wenn du in Blut stehst. Nee, das brauchen eher theoretisch unsere Nahkämpfer, weil wenn man Nahkämpfer ist, steht man, denke ich, potenziell eher im Blut. Verringert die Kosten beim Einsatz von Granaten und Schriftrollen um 1 AP, wenn deine Nebenhand frei ist. Generell auch nicht schlecht. Eiskönig. Okay, das würden die Gegner richtig schön ausnutzen. Highspawn. Maximal instabil. Nee, ich würde ja mal fast sagen hier, oh ja, steh auf, Männchen, ist glaube ich mal nicht schlecht. Mit 20% Lebenskraft wiederbelebt werden, ohne dass man eine Schriftrolle braucht. Ja, nehmen wir doch gerne mal, weil wenn wir unsere Heilerin einmal können sterben lassen, ist glaube ich gar nicht mal so schlecht. Dann nehme ich steh auf, Männchen. Ich glaube, das ist für jeden Charakter eigentlich eine geile Sache. Behaupte ich jetzt einfach mal dreist. Oh, hier haben wir auch noch was. Genau, der braucht ja auch noch irgendwie solche Art Sachen. Oh, warum eigentlich nicht? Gut, ich könnte natürlich auch hier Wunderkind. Gewährt sofort einen Kampffertigkeitspunkt und einen Zivilfähigkeitspunkt. Nee, da spare ich nochmal auf, da überlege ich mir. Das passt schon irgendwie. Damit kommen wir irgendwie durch. Aber jetzt zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Ah, die Folge ist schon so alt auf einmal, ohne dass ich wirklich vorangekommen bin. Es ist herrlich, das Spiel. Da kann man sich echt so in Kleinigkeiten verlieren, aber irgendwo, wo wollte ich nochmal hin? Da ist Le Exe. Jetzt muss ich noch wissen, wo ich hin... Ah, da wollte ich hin. Genau. Zum Gefangenen hier. Das wollte ich doch mal hier anleiern. Muss ich nur mal kurz hier meine Gruppe aufsplitten. Vorsichtshalber. Für das, was ich womöglich vorhabe. Wenn das so alles passt, wie ich will. Na komm, machen wir hier einmal so einen schnellen Speicherer. Einmal. Schon mal anlabern. Warte mal, wer hat hier beste Attribute dafür? Überhaupt. Das ist hier nämlich die Frage. Wobei, scheiß drauf, ich mache das mit meinem Hauptcharakter, glaube ich. Ja, Muckwi, Muckwi. Oh ja, Griff sagt hier, lasst ihn, ich werde das nicht noch einmal sagen. Und Amiro redet, hört zu, ich kann euch helfen, wenn... Seid still, Elf. Schön und gut, aber der Elf scheint schwer verletzt zu sein. Warum ist er eingesperrt? Dieser Clown
Hab ihn erwischt, als er aus meiner Küche geklaut hat. Er will nicht sagen, wo er meine Vorräte versteckt hat. Klingt das nach jemandem, den ich mit einem Klaps auf die Hand laufen lassen sollte? Und wieso wisst ihr, dass er der Schuldige ist? Er wurde auf frischer Tat ertappt, als er mit einer zweiten Kiste fliehen wollte nach der ersten. Er ist wie ein Strichjunge zusammengebrochen, als wir ihn geschnappt haben. Einfach. Und was wurde überhaupt gestohlen? Was ist so schlimm, dass er gefangen wurde? Vorräte. Eine Kiste Lebensmittel. Zitrusfrüchte. Entweder er redet oder er stirbt, ohne was zu sagen. Oha. Mein diplomatischerer Ansatz. Wenn ich die ganzen gestohlenen Sachen irgendwie wieder beschaffen würde, wärst du bereit, ihn freizulassen? Ich will nur meine Vorräte. Dieser Clown kann gerne in der Gosse sterben, anstatt in meiner Küche. Bring mir meine Kiste zurück, dann gilt der Handel. Okay. Kann ich da nochmal mit ihm reden? Ich weiß nicht. Der gefangene Elf. Ja, als erstes sollten wir Amiro befragen. Okay, mal sehen, ob Griff das zulässt. Ein mit Dreck und Blut verschmierter Elf blickt dich vom Käfigboden aus an. Er hält seine Schulter in einem seltsamen Winkel. Trotz seines Zustands versucht er, deine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ihr... Glaubt, was er sagt? Dass ich ein Dieb bin? Nun ja, weißt du einen anderen Grund, warum du eingesperrt bist? Wie scharfsinnig. Wie die meisten hinter Gittern bin ich unschuldig. Wie die meisten hier auf der Insel. Seid ihr nicht wie ich? Sucht ihr einen Weg nach draußen? Warum hast du diese Vermutung? Manche Leute leben sich ein. Sie schnüffeln nicht in Griffs Küche herum. Sie suchen einen ruhigen Ort, warten einfach ab. Ihr nicht. Ein sehr scharfes Auge auf jeden Fall. In der Tat bin ich nicht wirklich scharf darauf abzuwarten, bis ein Magister mich geheilt hat. Klug. In diesem Fall können wir uns bestimmt gegenseitig helfen. Nun gut, aber dann müsstest du mir auch sagen, warum du in diesem Käfig gelandet bist. Griff sagt euch das richtig. Ich nehme seine Vorräte. Aber ich nehme nicht, was er denkt. Ich habe seine Orangen nicht. Ich sehe sie nicht mal. Ich sage euch, was ich weiß, aber erst will ich einen Handel eingehen. Handel klingt per se nicht schlecht, aber woran denkst du denn? Ich kenne einen Weg nach draußen. Ich zeige ihn euch. Und ihr helft mir. Ich kann nicht in diesem Käfig sterben. Oh, ich weiß zwar nicht, ob ich dir trauen kann, aber generell klingt die Abmachung für uns beide gut. Endlich, Fortschritte. Griff lässt mich frei, wenn er sieht, dass ich nicht das habe, was er sucht. Ihr müsst herausfinden, wer sie stiehlt. Wenn ich frei bin, seid ihr frei. Herausfinden klingt schön und gut, aber weißt du, wer die Vorräte genommen hat, die Griff so dringend sucht? Ich sehe niemanden. Ich höre nur, wie Griff sich räuspert. Ihr wisst, wie das klingt. So. Einige Zeit lang nimmt Griff seine eigenen Vorräte, denke ich. Aber ich sehe seinen Zorn, da er sie nicht findet. Er findet wahrhaftig nicht das, was er sucht. Und warum will Griff diese Vorräte unbedingt zurückhaben? Griff ist ein mächtiger Mann. Macht es geheimnisvoll. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Und warum hast du dann überhaupt in Griffs Küche geschnüffelt. Ich will nichts Böses. Ich brauche nur Verpflegung. Etwas Brot. Ein oder zwei Kartoffeln. Nichts, was Griff nur ungern hergibt. Ich muss fliehen und an andere denken. Ihr versteht?
Ja, ich verstehe. Danke und beeilt euch, bitte. Oh ja, da möchte ich was ausprobieren, einfach mal. So Quick Save machen und dann geht das schon. Nein, fortgehen. So, einmal hier den rüberschicken. Der redet mit Griff. So, dann warten wir mal hier so ein bisschen ab und... Ah ne, fortgehen. Von der Seite. So, du lenkst da ab und... Komm schon, hier wird auch abgelenkt. Und dann möchte ich gerne einfach mal so just for the lols... Teleportation. Den armen Tropf hier möchte ich hierhin teleportieren. So. Dann reden wir mal mit ihm. Oh. Scheiße. Der ist gestorben. Ist natürlich nicht gut. Haben wir hier einen Arzt? Nee, das müssen wir nochmal neu machen. Das klappt nicht so ganz. Ich dachte nicht an den Schaden, den ich da anrichte. Naja, irgendwas ist ja immer. Muss ich mal gucken, ob ich ihn heilen darf. Das wäre eine interessante Frage, ob das in Ordnung ist. Muss ich mal mit Lose bei und gucken, ob das funktionockelt. Weil wenn er mir da beim Rausteleportieren verreckt, das ist nicht gut. 11 Lebenspunkte. Das scheint nicht genug zu sein, um den Fall der Teleportation hinzunehmen. Na gut, dann mache ich mal hier mit ihr reden. So, Fane, du kümmerst dich mal um den lieben Griff. Du hast ihn im Griff quasi. So, dann wird hier der Regenerationszauber. Zack, regenerierend. So, der müsste doch jetzt relativ gut im Saft sein, oder? Komm, das wird schon. Dann kann ich mich hier mal um Rahmensteinchen kümmern. Und dann nehmen wir den hier und... Wo haben wir denn die Teleportation? Da haben wir Teleportation. Aha! Jetzt lebt er. Wow, das hat geklappt! Booyah! Erledigt. Ganz schnell. Ich danke euch. Von Herzen. Ich halte mich an mein Versprechen. Ich zeige euch den Weg nach draußen, aber ich muss euch um mehr bitten. Gut, was meinst du denn? Sahaila, sie ist alles. Herrscherin, Seherin, Wissende, Kind. Sie darf hier nicht verloren gehen. Woran denkst du? Es ist für unser aller Völker, für die Welt. Gebt mir eure Karte. Ich zeige euch den Weg nach draußen. Ein Geheimnis. Gefährlich. Aber in die Freiheit. Ich gebe euch dieses Amulett. Gebt es den übrigen Elfen. Sagt ihnen, dass Sahaila hier ist. Sie werden Hilfe schicken. Bitte. Sie ist wichtig. Geht zu ihr. Viel Glück und vielen Dank. Im Namen von uns allen. Wuhu, es hat geklappt. Ach, bin ich intelligent. Ich mag den Teleportationszauber. Ja, fortgehen. Oh. Das ist jetzt interessant. Jetzt wird's lustig. Gehen wir mal alle in den Kampf über wohl.
Achso, Nee, nö, fortgehen. So, jetzt wird's nämlich richtig wichtig. Ach du Schande, das könnte übel enden. Aber die hat zum Glück relativ wenig magischen Schutz. Das kann man in der Theorie ausnutzen. Komm, dann machen wir einmal hier Stab des Magiers. Hauen wir mal schön drauf. Dann machen wir... Kann ich irgendwie deinen Zug verzögern? Ah, kann ich nicht mehr wirklich. Ah... Inkarnation beschwören. Ja, das läuft doch. Machen wir. Wird schon irgendwie. Die Inkarnation darf auch gleich angreifen. Jawohl. Bei da nehmen wir vielleicht einen anderen. Gibt's hier noch jemand, der hier Böses will? Butter. Darf mir nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Provozieren. Oder muss ich mal gucken, inwieweit ist eine normale Inkarnation? Ah, hätte ich anders machen müssen. Wann ist überhaupt der letzte Quicksave-Punkt, den ich gemacht habe? Das war... Ah, da war der noch nicht befreit, glaube ich. Einmal kurz gucken, worauf das... Oder kann ich sehen, ob das physischer Schaden ist? Ich glaube, ja. Ja. Oh, das ist unpassend eigentlich, aber egal. Machen wir einfach. Ach, Buddelchen, was machst du nur? Mein Zug ist dran. Ja, yeah, der Zug ist noch nicht abgefahren. Ich kann jetzt Dinge tun mit meinem Skelett. Der sich derzeit offenbar mit Le Chef rumprügeln darf. Das wird ganz amüsant. Ja, was machen wir da mit Griff? Da kann man eigentlich voll ins Physische, glaube ich, rübergehen, oder? Warte mal, ist das bewirkt? Erdschaden. Todstellen. Na, vielleicht hätte ich mit manchen im Gespräch bleiben sollen. Aber egal, machen wir einfach mal hier fiesen Angriff. Voll auf die 12. Unsichtbar? Was ist denn das für ein Heimück? Yo! Haha! Die klettert aufs Fass rauf. Das finde ich ja fast schon amüsant. Nadel. Rizik ist hoffentlich neutral. Wir haben Nadel, wir haben Butter, wir haben... Es gibt nicht so viele Akteure hier. Damit kann man... Ach so, ah. Da oben ist sie hin. Na dann... Müssen wir mal gucken, wie machen wir das am besten. Fane ist da. Nicht zu viele auf einem Haufen rumhocken lassen. Na gut, dann machen wir einmal hier so. Böms. Die Inkarnation darf angreifen. Und zwar... Oh ja, Elias hat ein bisschen was abbekommen. Rabenstein, ja. Hau drauf. Also, da muss ich Zug beenden. Geht nicht anders. Aber ich kann hier noch... Genau, mache ich doch einfach.
reizen wir ein wenig. Das finde ich reizend. Und Nadel verwendet Stab des Mais auf Bestie. Gut, kann ich ab. Gibt Schlimmeres. Ich hoffe nur nicht, dass jetzt auf einmal Griff hier mit One-Hit-Wonder kommt oder so. Das könnte ich so gar nicht gebrauchen. Aber ich kann ja theoretisch mal hier so zack, zack, zack. Ja, die ist schon mal ein bisschen angeschlagen. Und hauen wir den auch nochmal nach. Bums. Explodiert. Ah, das macht nichts. Wenn das Viech weg ist, ist es halt weg. Kann ich aber trotzdem mit leben. Wie sieht's hier aus? Wie viel AP braucht es hier hoch zu kraxeln? Hält sich. Das Problem ist, dass Lose so nah ist. So, Hilde brennt. Da kann man hoffen, dass sie genug Schaden bekommt. Niedrige Position, minus 10% Schaden. Ist mir in dem Fall gerade egal. Machen wir trotzdem mal. So, was können wir hier alles machen noch? Fane haben wir. Dann haben wir... ich könnte mich selbst teleportieren. An eine gediegene Position. Da gehe ich so auf die halbe. So, dann kann ich von hier aus so ein bisschen schnieke. Lose hat ein bisschen Magieschutz auf jeden Fall. Da haben wir das so. Was sagt denn hier die Entladung? Die Entladung sagt, hey ho, let's go. Ah, ich glaube, da bekommt Lose auch noch was mit ab. Befürchte ich zumindest. Warte mal, was steht hier? Eigentlich sollte das auf ein Einzelziel gehen. Ich weiß nur nicht, was die Pfütze macht. Probieren wir es einfach. Lose hat noch immer ihre volle Rüstung, das ist gut. Oh, okay, das war weniger gut, habe ich den Eindruck. Griff ist dran, offenbar. Ah, da ist der Junge. Das ist natürlich nicht gut. Griff. Was machen wir mit dem? Ja, da hätte ich doch ganz gerne... Ah, ich hätte einen Zug verzögern müssen, dann hätten wir es einfacher gehabt. Na gut, das ist jetzt auch zu spät. Machen wir einmal hier mit dem Stab. Und elektrische Entladung. Vielleicht gibt das ja auch nochmal ein bisschen Bonus wegen der Unterfläche. Ja, hat sich zwar auch selbst ein bisschen gebrutzelt, aber das geht schon. Mein Zug! Tschut, tschut! Wollen wir doch mal zu Griffi hin. Wenn schon, denn schon. So, das gleiche können wir auch nochmal hier mit Meister Fane machen. Wobei, da haben wir auch noch Nadel. Hey Nadel, komm mal her, du. Einmal hier den und dann gönnen wir uns mal
Boah, wir können theoretisch hier so eine schöne Zündung machen. Wir können aber auch andere Dinge. Zum Bleistift. Was haben wir noch? Einfacher Angriff. Schild hoch. Lauffeuer. Nö, gehen wir einfach mal zu dem hin und sagen Zug beenden. Was macht Nadel? Nadel geht nach oben leider. Und greift sicherlich meinen scheiß Magier an. Da Fug. Ja. Griff können wir erstmal wegbekommen, theoretisch. Teleportation, Griff. Frage ist, wo packen wir ihn dann hin? Das ist ja so mehr die Preisfrage des Ganzen. Da haben wir Butter, da haben wir Nadel. Ah, da, oh, da sind ja noch einige. Ja. Könnten wir hier hinpacken. Woanders weiß ich gerade nicht. Und dann, wenn wir schon dabei sind, können wir... Ich glaube, das ist dann auch egal. Machen wir einfach. Bums. Autsch! Leck mich doch sonst wo. Wo packen wir sie denn am besten hin? Auf jeden Fall würde ich gerne eine Regeneration wirken auf mein Magier. Und dann, ach, scheiß die Wand an. Nochmal auf ihn was drauf. Haben wir die magische Rüstung schon mal ziemlich zu Ende. Zug beenden. Chloroform auf Lose. Die macht jetzt ein Nickerchen offenbar. Aishawai und so. Da haben wir noch zwei richtig voll aufgeladene Ekelpakete. Da haben wir gutes Spiel und da hätten wir es ebenfalls, aber hier ist näher. Machen wir das dann mal. Zack, einmal drauf gehauen. Genau, einmal hier hoch und dann, ja, ich brauche einen Dolch für die Wurfmesser, das ist natürlich das kleine Problemchen. Selbstentzündung. Kann man machen. Ne, das ist auch nicht so wirklich sinnvoll. Ja. Nee, da gucken wir mal, ob wir irgendwie was anderes finden. Na gut, ich sehe schon, die Folge wird sonst zu lang. Ziehen wir hier einfach mal einen schönen Cut und ja, ich bin gespannt, wie es dann weitergeht mit dem Kampf. Bis dann aber erstmal ciao, ciao und schaltet unbedingt ein, um die Auflösung des Kampfes zu sehen. Bye, bye.